Zumindest letztes Mal. Ich weiß nicht. Hier liegt eine Lootbox an unserem Carport. Ja, nimm den mit. Hast du vorhin weggeschossen. Ach ja, stimmt, von dem. Ja, schön, wie Virgie mich jetzt hier beschützt. Die rennt immer hinter mir her. Ja, es gefällt mir nicht so ganz. Ja, du hättest sie eben nicht auf ihr Geld ansprechen sollen. Sie wollte das eigentlich geheim halten. Sie wusste das eigentlich, dass sie das geerbt hat, aber... Ja. Hier geht es um den Charakter Ares. Und da hast du schon verloren. Ja gut, aber 700 Milliarden, also bitte. Da kann sich schon mal ein bisschen was... Kann die ganze Welt kaufen. Kann sich schon mal gönnen. Nein! Au! Also Virginia ist immer total tot unglücklich. Ich will immer Schuhe kaufen. Ne? Aber weißt du kaufst halt so ein zwei Paar Schuhe und sie hat einfach drei Füße. Das ist halt echt schwierig jetzt für sie. Ja. Nein, es wird dunkel. Muss aber sagen, jetzt wo da so der Wald gelichtet wurde, das sieht schon echt cool aus, wenn man hier so auf den Berg zugeht und hier mit dem Blick auf den Fluss einfach alles frei hat. Ja, voll. So, großes Stammlager. Ungünstig. Ja. Alter, ist gerade schnell dunkel geworden. Schön gerade. Das ist zu weit drin? Nee, müsste passen, ne? Ja, geil. Passt. Einfach. Junge, hast du mal Basketball gespielt? Klar. Jeder Wurf ein Treffer, ey. Guck dir das mal an. Zack. Ah, es sieht einfach so gut aus, wie es da reinfällt. Ja, satisfying. Ja. Sollen wir eine Runde schlafen gehen? Jo. Sehen nämlich nichts mehr. Beleuchtete Kelvin vor sich hin. Alter, Kettensäck. Oh! Nein! Alter, was ist passiert? Ich habe das Bett aus Versehen abgebaut. Oh, weil ich die ganze Zeit C benutze da vorne. Oh nee! Okay, Moment. Ah, kein Problem, Zeit, dann bauen wir schnell wieder auf in Richtung. Warte mal. Wo ist das Bett? Da, Bett. Ja, das sah nicht mehr schön. Wir mussten das neu beziehen. Ja, das stimmt. Hat mir auch nicht gefallen. Kelvin hatte das ins Bett gemacht und. Ist das hier, ja, ne? Ja, ich habe noch keine Dings mehr. Klack, klack. Alter, sieht aber echt unbequem aus. Ja, aber man kriegt wirklich alles zurück. Ganz wenn man was abbaut. Oder? Nee, nicht immer. Ja. Oh, nee, die Stöcke fehlen alle, glaube ich. Tada! Oh, jetzt bitte nicht. Okay, jetzt habe ich richtig gedrückt. Schaut euch doch nicht, wenn die Kettensäge anbleibt in der Nacht, oder? Nee. So. Guten Morgen. Morgen. Da liegt ein Schädel. So, erstmal hier was schlürfen an unseren Fingern hier. Schlürf. So, pass auf. Und jetzt würde ich nämlich Lecker von Fisch. Hier noch ein Seil rüberspannen. Oh, ein paar Bäume sind nachgewachsen. Oh, nice. Die Frage ist nur, am besten dann... Oh, lol! Ich merke erst jetzt, dass je nachdem, was man isst, dann auch Trinken runtergeht. Ich hatte gerade Trinken voll, habe Fische gegessen und jetzt ist das halt einfach wieder leer. Ein bisschen. Ja, also erst essen, dann trinken. Ah, es geht nicht. Schau mal. Es geht nicht ins andere. Klappt das nicht, was ihr da vorhabt? Aber warum? Es fehlt nur das eine Lager. Oh. Zum anderen geht's nicht rüber. Ich meine, ich könnte das... Ah! Jetzt hat's funktioniert. Ah, aber nur, wenn's rüberrollt. Also es...
Ist nicht sicher. Dann, ich kann ja das Seil nochmal abmachen und dann spanne ich das ein bisschen mehr mittig. Also das ist genau zwischen den Lagern sozusagen. Können wir testen, ja. Dann muss ich mal gucken. Guck mal, aber theoretisch... Warte, wenn ich jetzt... Jetzt... Ah, das passt da nicht hin, wahrscheinlich vom Platz, ne? Au. Oh, hoppa. Und wenn ich jetzt hier noch eins hinbaue und... Nein, bleib hier. Und hier noch eins. Hä, warum macht der da immer einen halben hin? Das verstehe ich nicht. Aber die haben sich hier sehr stark gehäuft. Könnte man hier noch eins hinbauen? Oh, nee. Nee. Das guckt dann darüber. Okay, also ist... Naja, obwohl. Gedreht. So. Ah doch. Ja, gut, es geht. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber... So. Ja, das sehe ich ja auch nicht. Ja. Und dann haben wir ein richtig dickes Holzlager, Junge. Richtig dick. Da liegen ja noch ganz viele Stämme. Oha, wie kann man von Cybern zu Cybern springen? Nice. Sehr nice. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Der kürzt mir manchmal, also ich will Stämme halt hier in den Boden rammen und der kürzt mir die manchmal einfach automatisch. Ich weiß noch nicht warum. Hm. Aber du bist doch Experte im Dings. Meinst du, wenn du an einen anderen Stamm anschließt? Ja, also halt, ich baue halt hier unseren Zaun weiter quasi und der macht das manchen einfach, also der kürzt die einfach. Wo? Hier hinten, Ach. Wo Kelvin gerade hinrennt. Kelvin kürzt die oder was? Ja, genau, Kelvin kürzt die. Nee, Kelvin nicht. Aber hier, guck mal. Warte, hier ist Besuch. Oh mein Gott. Kann man hier unten noch? Ja, man kann. Sehr schön. Junge, was für ein cooles Lager, ey. Ich feier das. So, guck mal, Kelvin, Stocklager ist leer. Auf. Junger Freund. Was denkt ihr, wie alt Kelvin ist? 12. Mit dem Pyjama auf jeden Fall. Ich denke, so Kelvin ist so 35 oder so. Ja. Okay, jetzt. Was? Wo? Also hier, ich baue das weiter und den Stamm kürzt er mir immer so runter und den macht er so ganz klein. Also egal wie oft ich den austausche und wieder hinmache. Hey, du hast jetzt auch einen großen gerade in der Hand gehabt. Ja, der steht, glaube ich, nur so tief. Also da ist der Boden irgendwie... Das ist ja blöd, dann können wir hier ja gar nicht schützen. Und den hier macht er halt auch immer so ein Stück kürzer. Das ist natürlich jetzt belastend. Wobei, von hier sind eh nie wirklich welche gekommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Na komm. Oh, stimmt, da kommt jetzt auch ein bisschen Rot bei mir durch. So. Was kommt durch? Rot. Eine Axt. Ah. Okay. Ach, machen wir mal so.
Wow! Alter! Was denn du schon wieder? Weil, Ares? Ja? Du, Alter, du, boah, Alter! Was habt ihr schon wieder getan? Baut er hier unter meinem Arsch so eine scheiß, was ist die Sprungfalle, ey? Junge! Bin fast tot, Junge, kann's nicht machen! Ich hab ein schwaches Herz! Eingeschlafen. Junge. Man schluckt Trinken auf den Schreck, ey. Okay. Wie sie hier alle schon wieder tot liegen, ey. Oh Gott! Oh. Hast du gerade. Also sind gerade die ganzen Leichen weggeflogen? Lol. Okay. Spaß mit Leichen. Spaß mit Leichen. Das muss reichen. So. Dann gucken wir mal, ob jetzt. Also die Stammlager sind da jetzt fertig gebaut. Ich schicke jetzt mal ein paar durch. Mal gucken, ob die jetzt auch alle da drin landen. Wäre nicht schlecht. Die armen Toten. Das ist für die Wissenschaft. Warte mal, Kelvin. Die arme Kelvin. Hä? Oha! Ich habe einen Hasen damit erlegt. Lol. Hier. Was steht hier denn rum? Wir haben ein Totem aufgebaut. Oh. Bei uns oder was? Mhm. Boah, die trauen sich was, ey. Boah, den nächsten schieße ich weg. Virginia. Virginia. Sie löst sie nicht aus. Hast du schon mal probiert, ob Virginia weggesprengt? Also so. Ja, aber Virginia. Nee, bevor du damit rumspielst, lass speichern. Nicht, dass sie gleich hochfliegt und tot ist. Ja. Nee, sie löst sie leider nicht. Okay. Was, sie lacht? Sie lacht? Okay. Eine Sache ist mir aufgefallen, als ich selber nochmal Sons of the Forest gespielt habe. Am Anfang guckt er ja auf seinen Arm und da steht ja Fight Demons. Ja. Mhm. Auf seinem Arm. Stand das nicht auch bei. Es stand aber nicht bei Timmy auf dem Arm im ersten Teil, ne? Wo er dann quasi da aus dem Fenster rausguckt. Ich glaube nicht. Bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Weil dann wäre das ja theoretisch doch Timmy, aber wir sehen ja anders aus. Genau. Ja. Und Timmy hat ja auch, also. Wir haben auch so Bücher von Timmy gefunden und. Aber auch schön, dass wir alle das gleiche Tattoo haben, ne? Stimmt, ja. Vor allem der Opa hat sich einfach Fight Demons auf seinen Arm tätowiert. Weil er mal zu viel Bingo spielt. Nein, geh weg damit! Will nicht! Okay, dann geh ich zu dem großen grünen S. Oh ne, er bewegt sich. Ich komm zurück. So, mal gucken. Okay, krass. Also, ein paar sind drin. Einige sind ja. Ein Reh. Das ist das Reh. Yo! Es geht. Echt? Okay. Und die sind dann gleich erlegt. Was? Sprengst du hier die Rehe oder was? Methode, ey. Ja. Du Schwein, ey. Alter, sind die hochgeflogen. Tja, sollen sich die mal einen Fallschirm bauen. Achso, sterben die beim Aufprall oder durch die Explosion schon? Durch die Explosion. Okay. Oh, Schreck. Wir haben einfach nur so einen Herzinfarkt. Verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Oh. Junge, jetzt habe ich es gesehen im Augenwinkel. Hau ab. Alter, weißt du, das ist nur die Sprungfalle. Gleich baut er irgendwo den Häcksler irgendwie in unsere Wohnung. Wenn er durch die Tür reinkommt, ja. So läuft er einfach da rein. Ich stelle den euch vor die Füße.
Ja, okay. Aber was, wieso kommt denn hier niemand? Ich will jemanden sprengen. Ich will jemanden sprengen. Huch. Geh weg! Ich teste mal Kelvin. Ja, Kelvin. Oh nein, so, und jetzt müsste man ja von der Seite... Von der Seite auch... Bäume hochschicken können. Lalalala. Boah, ich bin fast drüber gelaufen! Oh, höre ich da was? Ja, der ist bei mir. Wer? Lass mal springen. Voldemort. Oh, Voldi. Lass mal springen. Erstmal springen. Wo ist er? Alles voller Rehes. Au! Ey! Alter, mit einem Schuss? Von dem müssen wir richtig viele draußen platzieren. Alter. Ja, und wenn die dann alle angerannt kommen? Pfui! Ja. Einfach über unsere Mauer drüber. Ja. Zack. Wie wir uns hier so voll für den Kampf rüsten, so Virgie patrouilliert hier mit ihren Knarren lang. Wir bauen Camp aus. Einfach nur, weil wir verzaubern wollen. Ist gerade ein Reh drauf. Ja. Alter, das verzaubern. In der Schleuse dann ganz viele von diesen Schildkrötenpanzern und dann... Ja. Und dann zaubern. Und dann zaubern. Dann beginnt die Magie. Du bist ein Zauberer, Harry. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Wieso kann ich das jetzt hier schon wieder nicht verbinden? Es gibt auch so ein geiles Meme. Im ersten Teil hat ja dieser Professor Quirrell hat ja Voldemort auf seinem Hinterkopf. Ja. Und ey, das funktioniert so geil mit den Lagern. Guckt euch das mal an, wie cool. Und in einer Stelle, wo er den wo er den Turban aufhat, sieht man hinten aber so ein bisschen Haar von seinem von seinem Kopf durchgucken. Und da gibt es so ein Meme, dass man dann halt Voldemort sieht mit so einem übelsten Kinnbart. Oh. Nein, jetzt war der schon wieder hier so ein Klein. Es funktioniert, Freunde, so wie ich es mir gedacht habe. Nice, cool. Okay. Boah, das wäre so geil, wenn die hier so eine richtig schöne vorgefertigte Holzvilla hätten in dem Bauplan. Die Frage, kommen die hier vorbei? Können die hier hoch? Safe, ne? Testen wir es. Oh, hier macht der auch schon wieder nur so einen Kleinen hin. Aber hier, wenn die nicht angespitzt sind, dann klettern die da rüber. Ja, ich spitz die noch an. Aber kann ich schon machen? Ja, kannst schon machen. Regenfänger, Vogelhaus. Aber ich finde das halt so weird, dass die manche davon im Boden versinken. Ich hoffe einfach, die zählen dann auch als groß. Ich wollte da noch ein Tor reinmachen. Ich hoffe, das geht dann überhaupt. Hier kann ich jetzt zum Beispiel gar keinen mehr dran machen. Müssen die connected sein oder können die auch einfach nebeneinander stehen, dass die irgendwie wirken? Ich glaube, die müssen schon nebeneinander. Also ja, manchmal sind verbunden. Manchmal sind die so verbunden, aber ich kann hier keinen mehr verbinden. Ich kann hier, glaube ich, kein Tor dran machen. Ja. Wie geht denn das eigentlich? Ich schmeiß mal hin, vielleicht kannst du das da mal gucken. Beobachtungsturm, ja, komm. Hier geht's. Okay. Ja, gut, das geht natürlich auch. Aber die Frage ist halt, können die hier noch vorbei? Weil ich kann hier keine mehr connecten. Ansonsten bauen wir denen halt eine Treppe. Weil dann haben wir hier nämlich zu, dann kommen die hier nicht durch, dann müssen die halt alle hier hinten rumkommen und dann können wir hier irgendwas mit Fallen machen. Oh Gott! Au! Du bist ja der doofen Fall. Kelvin, was guckst du so doof? Wo ist sie denn? Ah, hier. Hui! Was baust du da hinten? Das wäre so ein kleines Ding. So ein Turm. Ah.
glaube, wir können das hier als... Dann könnte man auch theoretisch den Turm hier drüben abbauen, den wir da selber bauen wollten. Und hätten da drüben quasi... Ach so, aber da kommt man ja nicht hoch, weil es ist ja mit Seil. Stimmt. Aber da ist unser schönes Licht drauf. Und was ist, wenn wir nochmal die Motte machen müssen? Ja. Die Motte. Motte. Aber das sieht einfach scheiße aus hier. Ich will das nochmal abreißen. Sieht schlechter aus als die Rüstung hier oben. Das sieht aus wie einfach ein Baugerüst nur. Ja. Was? Willst du etwa sagen, unsere Bauten sehen scheiße aus? Nein, also. Würde ich nie wagen. Weißt du, jetzt will er den Turm wieder abreißen. Der Turm, für den meine zweite Etage draufgegangen ist damals. Stimmt. Ja. Hallo. Boah, verdammt, Freunde, aber ich will auch wieder in die Höhle, ne? Ich will weiter das ist alles schwierig, ne? Bauen dauert halt auch. Das macht so viel lange. Spaß. Wieso geht ja, das nicht? Jo. Huch. Ist doch alles weird. Ui. Ui. Warum kann ich das Seil da nicht? Ist das abhacken oder was? Steht das nicht. Hallo. Kannst du so ein Ding eigentlich auch an mir befestigen? Guck mal an meinem Arsch oder so. Okay, warte. Probier mal. Nee, okay. Warte, bauen wir irgendwie. Mach mal kurz Gebäudeschaden. Ah nee, das muss ja Ares machen. Kann man das nicht einfach so dieses Seil? Ah, okay, doch. Oh, Entschuldigung. Das ist die ganze Zeit falsch. Oh, wo hängt das denn hier fest? Wir haben einfach 5 doppelte Böden drin, ey. So. Zack. Wir können erstmal weg. Hier, Kelvin, fang. Das ist nur... Ja. So, also ich finde die Idee mit dem Turm schon echt cool, aber... Das war's noch nicht. Ich finde die Idee mit dem Turm schon echt cool, aber... Ja. Aber nee, lassen wir's. Aber nee. Aber wäre scheiße. Aber ja, nicht, aber nein. Aber nicht, ja, aber nein. Nicht cool genug. Ah! Oh, sorry. Man müsste so ein... Oh Mann, wie kommt man denn hier hoch am besten? Mit so eine Wendeltreppe. Ja, oder wir bauen einfach... Mega hoch Turm und dann einfach mit Seilrutsche hoch. Ah. Moment, was bauen wir? Das könnte man machen. Die kann ja so steil sein, wie es geht eigentlich. Was wollt ihr bauen? Stimmt, nochmal, das ist ja, das stimmt. Nochmal ein Turm, aber dass man besser... Ach so, aber man kommt nicht mit der Motte hoch. Scheiße, die Motte. Die Muttermotte. Also, wenn man... Warte mal, weißt du, wir hatten auch immer das Problem, dass wir quasi nicht in der Luft bauen konnten, ne? Da musste immer ein Gerüst drunter sein. Mhm. Aber wenn man... zwischen die Balken so ein Zwischending klemmt, stehen die doch von alleine, oder? Ja, ich glaube. Ja, stimmt. Also theoretisch. Achso, aber man braucht trotzdem Boden. Erstmal. Also man müsste was drunter bauen und dann kann man es unten wegnehmen, glaube ich. So, das heißt, wenn wir jetzt das hier mal alles wegnehmen... Ich glaube ja, du bist nur so süchtig nach Bauen, weil damals in Gothic 2 dich das mit den Balken schon echt geprägt hat. Balken. Und jetzt soll ich sagen, nur noch Balken. Sie sind schön. Macht Kelvin da hinten am Wasserfall. Kelvin. Auf Abenteuer in seinem Pyjama. Was? Wo kommt denn der? Hier habe ich da ein Baby gehört. Ja. Ja, haben wir Besuch? Virginia ist doch da gerade Patrouille gelaufen. Ist doch hier im Lager. Die doch vor dem Lager. Bringt irgendwie nicht so viel, Virgie.
Ja, das muss alles weg. Das muss alles abgerissen werden. Alles. Das funktioniert so nicht. Lass umziehen. Ja, weg hier. Gefällt mir nicht mehr. Kacke, wir allein hier haben. Ich frage mich, wenn Gebäudeschaden an ist, ob man dann unten einfach die Balken wegmacht und dann stürzt es zusammen. Ja, stimmt. Könnt ihr mir vorstellen? Also ganz ehrlich, hätten wir Gebäudeschaden an, wir hätten vermutlich gar keine Base, weil irgendjemand mal irgendwas kaputt machen würde. Aus Versehen. Sollen wir es mal testen? Oh, oh. Ich hätte schon Bock. Ich hätte schon Bock, das alles einstürzen zu sehen. Einer sagt eine dumme Idee und der andere ist kurz am Überlegen. Ah ne, lass mal nicht. Komm, eigentlich hätte ich schon Bock. Ja. So kurz drüber überlegt. Habt ihr das schon gemacht? Ja, Lucy, komm mal her. Das sieht vielleicht doof aus. Ich will mal gucken. Cool. Okay. Ja, aber kannst du es rauskloppen oder kannst du einfach rausziehen? Muss schlagen. Ein totes Baby vor unserer Tür. Na, dann macht mal. Jetzt bin ich gespannt. Das ist mit unserem Solarpanel da oben, in unserem Kreuz. Da können wir ja neu bauen im Zweifel. Kannst du die nicht einfach mit aber C auch rausnehmen? Nicht alles, ne? Guck mal, wenn man jetzt ist da oben alles eingekracht. Oh, unser Kreuz ist kaputt. Das Kreuz kann man easy neu bauen, weil das ja nur Glühbirnen im Grunde braucht. Das können wir auch dann woanders hinbauen. Irgendwie oben auf unser Haus oder so. Oh. Alter, was macht ihr denn? Nachher steht nur noch das Kreuz da. Ich hab die Falle gesehen. Ich bin fast draufgelaufen. Ah, verdammt. Also ich meine, die erste Etage kann man ja lassen. So bis hier so. Ja, eigentlich schon. Also nicht die Brücke, Ares. Genau, das untere kann ja eigentlich alles bleiben. Ne? Also bis da, wo ich stehe quasi. Wir müssen nachher nur das Kreuz wieder anschließen oder das Kreuz nochmal wo neu hinbauen. Ich würde eher sagen, wo neu hinbauen. Ja, aber das musst du einen richtig schönen Platz kriegen. Das war doch auch so. Es schwebt tatsächlich einfach. Kann man das mit C abbauen? Ja. Ah, gut. Sammel bloß die Glühbirnen ein, wenn du Platz hast. Alle weg. Scheiße. Also, voll. Nein! Hab ich noch Platz? Nee, ich hab auch voll. Vielleicht hat Ares ja noch ein bisschen Platz. Jetzt kann man hier gar nicht mehr hinbauen. Oh Gott, was macht ihr denn? Weil Holz hier liegt. Pass auf, dass es nicht despawnt. Lagert dann vielleicht die größeren Stämme wieder ein. Ach nee, Voldi! Was willst denn du? Muss ich dir wieder ins Gesicht schießen? Alter, der Haufen. So. Okay, fangen wir von hier nochmal von vorne an. Okay, dann. Es muss doch eine Möglichkeit. Wir raus und machen einen neuen Speicherstand, oder? Was? Was? Von vorne anfangen? Achso, Leute, ich wollte sagen, was? Hä? Boah. Ach so. Ja, jetzt aber wieder von vorne, ne? Achtung. Oh. Sorry. Entschuldigung. Lass es uns diesmal richtig machen. No. Und dann wieder nach zwei Folgen oder so einfach nicht speichern, alles stürzt ab und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, aber warum kann ich jetzt. Kannst du mal Gebäudeschaden wieder ausmachen? Habe ich. Warum kann ich jetzt hier nichts platzieren? Ah, jetzt. Zack. Okay. Aber irgendwer hat die Falle ausgelöst. Ich nicht. Die war schon. Oh. Bin nicht geflogen. So, wenn man jetzt. Also. Hier. Jetzt steckst du wieder weg. Ja. Hallo? Nein! Wie habe ich das Walkie-Talkie gezogen? Auf T, glaube ich. Okay, jetzt weg. Was ist. Also, hast du irgendwie eine Benachrichtigung gekriegt, dass ich dich angefunkt habe oder was war das? Nee, aber ich habe dich eben doppelt gehört. Jetzt höre ich dich halt auch doppelt gerade. Ja. Doppel. Okay. Hallo. Das wäre natürlich auch voll geil gewesen, wenn wir nur mit den Walkie-Talkies spielen. Alter, ja. Das wird zu anstrengend. Wie sieht das jetzt hier so scheiße aus? Die Latten sind völlig schief, das geht doch nicht. Oh nein, das alte Problem ist wieder da. Es ist alles schief, wie in The Forest. Ja. Nein, die schiefen Dinge. Das tut so weh im Auge. Nein. Weg mit euch.
Leute, ihr müsst da echt irgendwie mit dem Balken was machen bei euch, weil, also ich fäll einen Baum und noch bevor der Baum richtig umgekippt ist, despawnen die Stämme bei mir. Oh, okay. Ihr müsst da ein bisschen was lagern. Ja, jetzt mal nichts schicken, wir sind ja... Nee, ich schicke gar nichts, ich baue halt. Ach so. Also ich fälle Bäume, damit ich bauen kann, aber bevor die Bäume umkippen, despawnen die halt schon, weil zu viele rumliegen bei euch. So. Wir haben Besuch. Wir haben ganz großen Besuch.